90 plus 1 und Margrethen Hauen lag am Mittwoch in Velgos am Boden. Heute galt es, die 1:2 Niederlage wieder gut zu machen. Das wiederum gegen die schwierig einzuschätzende Germania aus Fulda, die ja kürzlich eher neben dem Platz Schlagzeilen machte. Viele Konstellationen von möglichen Resultaten wurden im Vorfeld erfragt. Aber die Wahrheit, Grüße ans Phrasenschwein, die liegt stets am Platz und dort ging es nun auch los. Margrethen Hauen ganz in Rot hier nach einer Ecke. Nach 3 Minuten schon das erste gefährliche Ding nach einem Standard. Und genau um diesen Standard ging es weiter. 11. Minute, Ahmed Muradi testet hier seinen eigenen Keeper. Man muss sagen, da war doch was mit Standards. Felix Bug! 1:0 nach 11 Minuten. Die Hünsche gehen in Führung. Germania bekam es nicht verteidigt. Aber nach 24 Minuten plötzlich Schafferi. Beinahe der Ausgleich für die Gäste. Aber direkt danach Philipp Semmler. Wunderschöner Ball hier auf Bug. Bug probiert es einfach mal aus Netz. Und in der gleichen Minute. Foulspiel hier. Der gute Schiedsrichter Yannick Magel gibt Vorteil. Jonas Fröhlich, er probiert es einfach mal. Was für ein Strich. Und den schauen wir uns hier nochmal an. Wunderbar. Sieht, dass der Keeper zu weit draußen ist. Vielleicht hat er es gesehen. Und das 2:0 in der Gluthitze von Margrethen Hauen. Nach einer halben Stunde dann Semmler wieder hier über die linke Seite. Diesmal Lampada glänzend. Angriff auf Angriff rollt er auf ihn zu. Und damit das Gegenüber, der Sportskamerad Herbert, sich nicht langweilte, hier mal Vartitsch. Ja, und wem das 1:0 gefallen hat, dem gefällt auch das 3:0. Denn es war fast eine Kopie des ersten Tores. Wieder Felix Bug, 4 Minuten vor der Pause. Und wieder ein Standard. Und bei wem wohl dieser Ball landet? Ah, die Fußballer. Ach, sorry, Herr Leinweber. Aber machen Sie das ja eigentlich alles noch alleine? Ja, ich mache alles alleine. Aber vielleicht gibt es noch ein paar junge, dynamische Fußballer zur Unterstützung. Ja, meldet euch vielleicht auch hier in der Germanenabwehr, denn die schien hier sehr überfordert in Halbzeit 2. Margrethen Hauen kämpferisch voll dagegen, Innenpfosten und trotzdem, der Ball wird nicht geklärt und schon kommt er wieder zurück. Ping-Pong. Jetzt Bug eben noch mit dem Pfosten, jetzt mit der Vorlage. Hinze, 4:0. Auflösungserscheinung bei der Germania. Und Margrethen Hauen vollstreckte gnadenlos. Genau dieser Bug in Spielminute 54 schon wieder allein vor dem Torwart. Aber diesmal verzieht er. Aber was war mit Germania? 57. Demir verwechselt die Sportart, will blocken wie im Volleyball. Schiedsrichter gibt korrekterweise Strafstoß. Und den nimmt sich Vartitsch. Herbert noch dran, aber der Anschlusstreffer nur noch 1:4. Aber ein wirkliches Aufbäumen war da nicht zu spüren. 71. Minute. Emre Kabul. Hier aus dem Hintergrund. Und wieder Blech und Pech. Und zu guter Letzt springen wir in die 90. Spielminute. Keyboy Herbert mit einem langen Ball und fast mit einem Assist. Nemo Kasi hüpft hier am Ball vorbei. Semmler und Nibokasi. Und dann war Feierabend. Germania braucht nun einen hohen Sieg gegen Velgos. Velgos reicht einen Punkt. Margrethen Hauen hofft auf einen knappen Germania-Sieg. Und zum Abschluss erwähnen wir das gute Gespann um Yannick Magel, Florian Rahn, Daniel Reit. Bei tropischen Temperaturen kühlen Kopf bewahrt. Auch das soll erwähnt werden. Und ein besonders spannendes Interview wartet in den Stimmen. Schaut's euch an.